Was? Der hat ein iPhone gehackt! Ein Minecraft! Bilko, was passiert hier denn gerade? Das iPhone funktioniert! Guck dir das an, Philipp! Hey Freunde, bevor das Video losgeht, was heute echt verdammt, verdammt krass geworden ist, schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, habe ich eine kleine Frage an euch. Habt ihr ein Handy? Falls ja, lasst jetzt mal hier ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, was für ein Handy ihr habt. Würde mich auf jeden Fall mega, mega interessieren. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Video. Hey Freunde, was geht ab? Wir sind heute natürlich mal wieder auf durchrasten.de. Sorry, dass gestern kein Video kam, aber gestern haben wir einfach nichts gefunden, wo man irgendwie ein Video drüber hätte machen können. Und dann haben wir uns einfach lieber mit euch beschäftigt. Auf dem durchrasten.de Server. Ja. Haben eine Runde mit euch gezockt. War mega geil übrigens. Falls ihr auch mal drauf Bock habt, wie gesagt, die Server-IP findet ihr natürlich oben in der Videobeschreibung. Und heute haben wir jetzt gleich erstmal ein... Was sehr Besonderes. Ja, was das sollte man schon mal sagen. Was sehr Besonderes. Und zwar hat uns ein Griefergott angeschrieben und er meinte, hey, yo, ich habe hier ein Grundstück gefunden. Und ich würde sagen, Philipp ruft den jetzt einfach mal rein und er erklärt uns jetzt einfach mal, was mit dem Grundstück los ist. Und dann genau, werden wir uns das Grundstück in diesem Video einfach mal anschauen, schauen, was damit los ist. Vielleicht ergibt sich daraus ja ein relativ lustiges Video. Ich bin auf jeden Fall gespannt. User was moved to your channel. Hi. So, Luca. Also, ich kann das ja nochmal ganz kurz sagen. Luca ist auf uns zugekommen. Erstmal cool, dass du jetzt da bist. Ja, du kannst ja einfach mal ganz kurz erzählen. Oh mein Gott, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Also, ja, es war folgendermaßen. Ich war vorhin auf einem Grundstück von einem User und der verkauft komplett seltsame Sachen. Ob ihr euch das nicht mal anschauen könnt. Ja, ja. Das machen wir heute auf jeden Fall. Wenn du Bock hast, Luca, kannst du auch gerne damit mit dabei sein heute. Wir hatten uns das im Vornherein schon mal angeguckt. Ich stehe jetzt genau hinter dem Grundstück, worum es sich heute geht, Freunde. Ne? Und es ist von außen ein relativ großes Grundstück. Ich drehe mich einfach mal um und zeige euch das Ganze einfach mal. So sieht das Grundstück aus. Philipp ist übrigens im Vanish mit dabei. Er ist quasi unsichtbar heute und ist so quasi das dritte Auge wieder heute. Ist der Owner ist noch ja, online, der ist da. Ne? Ja, wir müssen aber noch einmal, Rico, bevor du jetzt das Grundstück betrittst, nochmal ganz wichtig, Luca hat uns auch einen kleinen Tipp gegeben. Der hat sich nämlich schon die ein oder andere Sache bei dem gekauft und bevor man bei dem kaufen kann, braucht man eine Art Passwort, aber kein Passwort als Wort, sondern als Item. Das solltest du vorbereiten. Bevor das Video weitergeht, muss ich euch ganz, ganz kurz was sagen. Und zwar haben wir jetzt nur noch 2 Tage einen Sale in unserem Rangshop für unseren Server durchrasten.de. Das heißt, falls ihr coole Rechte haben wollt oder den Server oder uns unterstützen wollt, ist jetzt auf jeden Fall für die nächsten 2 Tage noch die richtige Gelegenheit. Checkt das auf jeden Fall mal ab, würde mich mega, mega freuen. Viel Spaß beim Video. Ich kann dir das gleich schicken, ne? Geh schon mal auf den Grundstück. Ja, stimmt. Den Amboss. Schnapp dir einen Amboss. Warte, ich muss erstmal ganz kurz in Game-Mode gehen. Das ist halt, wie gesagt, richtig cool. Nur durch Luca können wir das Video machen, denn ohne dieses Item, das ist quasi wie ein Schlüssel, könnten wir nicht auf das Grundstück, beziehungsweise so. Wir würden uns nicht vertrauen. Es war auf jeden Fall ein Beacon, ne? So. Ja, so. Übrigens, mega teures Item. Richtig komisch, dass er ein Beacon quasi als Schlüssel will. Ja, man kriegt den ja quasi letztendlich auch zurück. Jetzt also einfach mal ein Beacon und dann... der Code, ich schicke dir das. Ich schicke dir das. Ja. So. Ah, okay. Es ist eine richtig random Kombination einfach. Nur ich kann das nicht reinkopieren. Ich muss das abtippen. Also es ist auf jeden Fall schon mal krass, weil wenn man sowas macht, dann verkauft man wirklich Sachen, die sehr speziell sind. Müssen nicht unbedingt verboten sein, aber krasse Sachen. Sonst würde man nicht so einen Aufwand machen. Man will ja viele Kunden haben. Ne? So, und nicht irgendwie. Ich habe jetzt diesen Schlüssel und wir bekommen den wirklich wieder, oder? Ja, wir kriegen den wieder. Eigentlich. Es sei denn, ich kann mir vorstellen, dass er ihn einfach behält, weil Beacons sind richtig teuer auf dem Server. Er hat die Tür sogar auf, Philipp. Soll ich einfach reingehen? Ja, sonst, ja. Ich würde sagen, geh einfach rein und dann wird er ja wahrscheinlich irgendwann kommen. Oh, er ist direkt da. Er ist direkt da. Ich werfe ihm das einfach mal, direkt zu, ohne ihm was zu schreiben. Hä? Oh Gott. Hä, er nimmt den Beacon. Warum nimmt er sich den Beacon? Er geht weg. Er geht weg. Er hat die Tür. Nee, er hat die Tür zugemacht, Philipp. Oh Gott. Stopp mal ganz kurz. Alter. Ja, aber jetzt sag nicht, er zieht uns jetzt diesen Beacon ab. Aber wie gesagt, darum geht's ja auch eigentlich gar nicht. Es geht ja nicht Gott. Er hat mir den wiedergegeben. Ja.
Er hat mir den wiedergegeben. Ich würde sagen, ich schreibe ihm jetzt einfach mal direkt und dann werden wir einfach mal schauen, was sich so ergibt. MSG Joe. Joe Birdwell war das, ne? Ja. Hey, ich habe von deinen Sachen gehört. Wie gesagt, übrigens mega cool, dass Luca uns das gesagt hat, weil sonst könnten wir das Video echt nicht machen. Weil woher hätten wir denn wissen sollen, dass er schreibt ein schönes Willkommen bei meinem Shop, schreibt er mir. Ja. Woher hätten wir denn wissen sollen, dass wir ihm ein Beacon mit diesem Code zuwerfen können? Ja, und dann mit dieser Zahnfolge. Und das ist alles so dubios, Freunde, weil jemand, der sowas Komisches haben will, der kann nur Dreck am Stecken haben hier. Naja, oder hat immer halt einen sehr speziellen Shop. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ihr wisst ja noch gar nicht, Luca hat uns ja auch schon ein wenig erzählt. Wir wollen euch ja nicht zu sehr spoilern, deswegen sagen wir noch nicht alles. Aber wir wissen schon, in was für eine Richtung das gehen soll. Ich habe ihm mal geschrieben, er soll mal zeigen, was er so hat. Gott. Ich gehe einfach mal direkt zur Sache. Oh, da bin ich gespannt, ob er so schnell darauf eingehen wird. Also, das Haus an sich... Er hat geschrieben, nein. Wie nein? Einfach nein. Er hat einfach nein geschrieben. Hä? Er hat einfach nein geschrieben. Das würde mich jetzt mal interessieren, wieso er Nein schreibt. Du hast ja, gerade weil, ist ja klar, normalerweise muss man Vertrauen aufbauen, aber du darfst ja nicht vergessen, du hast ihm ja jetzt quasi das Secret Passwort gegeben. Also eigentlich... Ich habe jetzt einmal mal geschrieben, wieso. Weil, warum sagt er denn jetzt Nein? Alter, dieses Haus ist so groß, du kannst da noch, er ist jetzt gerade unten bei seinem Shop, du kannst, wenn du vor dem Haus stehst, nach links und nach rechts nach unten gehen. Warte. Oh, Tatsache. Geh da mal in beide, geh erstmal in den einen und dann in den anderen. Das ist mega, mega, mega krass groß. Junge, wie groß ist das denn hier? Ey, das ist echt verdammt, verdammt groß. Und wo geht's denn hier noch weiter runter? Hier geht's nochmal runter. Alter, wie weit geht das denn hier? Hier steht der. Ey, er hat geschrieben, meine speziellen Items sind nur für VIP-Kunden. Dein Code ist abgelaufen. Stopp mal. Kann das sein, dass der Code personalisiert ist? Also, dass der für jeden es einen neuen Code gibt? Oh nein, scheiße. Oh Gott, nein. Frag ihn mal, und wie bekomme ich jetzt einen aktuellen? Also neuen. Wie bekomme ich einen neuen? Oh Gott. Also stopp nicht, mal, nein. Das kann doch jetzt nicht sein, aber das ahnt doch auch niemand. Woher sollen wir das denn wissen, Freunde? Alter, jetzt... Ah, scheiße, hoffentlich gibt es eine Möglichkeit. Ja, das wäre sonst richtig doof jetzt. Wo ist er denn jetzt eigentlich hin? Ich habe ihn verloren, Philipp. Er ist wieder oben, er steht vor seinem Haus. Alter, warum läuft er denn die ganze Zeit hier so wir durch die Gegend? Warte, ich gehe jetzt erstmal nach oben. Er schreibt eine... Was, Philipp? Weißt du, was er geschrieben hat? Eine VIP-Mitgliedschaft kostet 25.000 Euro für 7 Tage. Bitte was? Also stopp mal, da musst du ja sehr Alter, besonders sein. Alter, das ist sein. So viel Geld. Und dann noch nicht für immer, für 7 Tage einfach nur. Aber wisst ihr was, und Freunde? Du hast ich hab ja eine noch Idee. Nicht mal was. Du, die VIP-Mitgliedschaft ist ja nur, um was ja, in deinem Shop nur, kaufen zu können. Ja, nur damit du dann was kaufen kannst. Das Ding ist, ich schreibe jetzt einfach mal, was so wenig nur. Das kommt jetzt wahrscheinlich mega sarkastisch rüber. Aber ich gebe mir jetzt einfach direkt die 25.000. So, und dann gebe ihm einfach mal direkt 30.000. Er hat geschrieben, ja, wir sind kundenfreundlich. Und dann würde ich sagen, /pay Joe 25.000. Jetzt bestätige ich das nochmal. Wir haben jetzt 25.000 jetzt gegeben. Und, jetzt sind wir offiziell VIP-Mitglied hier. Jetzt ist der Code wieder gültig. Das ist ja schon fast so wie eine Paysafe-Card oder wie so ein Handy-Code. Das ist ja jetzt... Ich frag mal, und zeigst du mir jetzt, was du so hast? Jetzt, so langsam, werde ich auch ziemlich ungeduldig, weil ich das jetzt... Er schreibt ja. Er hat ja geschrieben. Okay. Und?
jetzt wird's interessant, Freunde. Jetzt auf jeden Fall interessant. Er bleibt auf jeden Fall, er steht gerade, ich denke mal, dass er gerade schreibt. Er hat übrigens mega den komischen Skin, ne? Ist das mal aufgefallen? Ja, so ein Agenten-Skin, es schreibt, ne? Fernseher, iPhone oder Computer. Alles funktioniert. Das, was du kaufen kannst. Ja. Stopp. Das ist ja totaler Müll. Hä? Wie jetzt? Warte mal. Das ist ja erlogen. Das funktioniert gar nicht, Freunde. Er schreibt sogar, alles funktioniert. Für die, die sich jetzt nicht so auskennen in Minecraft gibt es kein iPhone, was noch? Kein Computer, ne? Und was noch? Was war das dritte? Fernseher, iPhone, ja, oder Computer. Alle drei Sachen gibt es so nicht in Minecraft ohne einen Mod. Und auf unserem Server gibt es keine Mod, das heißt, es geht nicht. Ich schreibe ihm jetzt einfach mal aus Interesse iPhone. Weil mich jetzt interessiert, was er jetzt... Dann interessiert mich ein iPhone. Ja, ich habe jetzt einfach mal iPhone geschrieben. Und ich kann das passt auch, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt einfach mal iPhone in die Kommentare, ne? Würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Dann wissen wir, wer ein treuer Zuschauer ist. Einfach jetzt iPhone in die Kommentare schreiben. Und dann bin ich mal gespannt, was er antwortet. Gerade, weil das ja, vielleicht kann ja auch sein, dass das ja einfach nicht ernst gemeint ist, sondern dass er dann so einen Fernseher dahin baut. Ja, wer weiß, wir werden es jetzt auf jeden Fall rausfinden. Ich bin auf jeden Fall mega, mega gespannt, weil das interessiert mich jetzt echt. Er bleibt auf jeden Fall gerade stehen. Es schaut so aus, als würde er jetzt was eintippen. So langsam bin ich auch ungeduldig, muss ich sagen. Er bleibt. Ja, also ich bin auch mega, mega. Er hat mir einen YouTube-Link geschickt. Gott, nein. Weißt du, was ich direkt dann mache, wenn das jetzt nicht. Bitte sei, warte, bitte. Warte, das öffnet gerade nicht so. Schick mir den YouTube-Link. Oh nein, das gibt's also doch jetzt, nicht. Also jetzt oh so nein. Langsam. Ich habe eine Vermutung. Ja, und ich glaube, dass deine Vermutung auch richtig ist. Ich schick dir kurz den Link. Freunde. Sprechen wir von dem größten Arsch auf unserem Server. Ey, Freunde, ich mach mal kurz ja, da ist ja gar nicht. Die Monitoraufnahme an. Es ist einfach von Fake The First Hero schon wieder. Nein, 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 nein. Guck dir das Video an. Wieso? Ja, okay, warte. Wieder so ein schlechter Fake, oder wie? Nein, dieses Mal sieht das irgendwie okay, ich ganz guck mir das Ganze an. Ich bin auf jeden Fall, ich bin gespannt. War iPhone? Was? Was? Der hat ein iPhone gehackt! Ein Minecraft! Wilco, was passiert hier denn gerade? Das iPhone funktioniert. Guck dir das an, Philipp. Was? Das iPhone funktioniert einfach. Der hat ein funktionierendes iPhone. Der tippt deine Nummer ein. Also das Ding ist, stopp mal ganz kurz. Der tippt an. Also wir müssen jetzt. Nein, also das sieht ganz komisch aus. Das Ding ist, Freunde, normalerweise kann man direkt sehen, dass das ein. Aber Philipp, stopp. Guck mal. Das iPhone ist über dem Chat. Das ist doch eigentlich nicht. Wenn das jetzt echt wäre. Und guck mal, das sieht ja, ganz. Stimmt. Das sieht so aus, dass hier an den Ecken sieht das so ausgeschnitten aus, ne? Ja, das sieht komisch aus. Aber das sieht schon verdammt echt aus. Stimmt, der Chat müsste ja da drüber sein, weil bei einem. Du kannst ja mal ein Item in die Hand nehmen, also ein größeres, keine Ahnung. Da ist das immer unter dem Chat. Ja, ey, ich glaube, ich sage ihm jetzt einfach direkt. Ey, der hat ein Ziegel in der Hand. Das sieht aus, als wenn das so ein Ziegel wäre wie in dem Video. Ich schreibe ihm jetzt direkt, den will ich kaufen. Oh Gott. Jetzt bin ich gespannt, wahrscheinlich 1 Million Euro. Aber das Ding ist, erstmal, Freunde, das ist The First Hero, das ist der asozialste Spieler, den wir jemals haben. Er schreibt, als VIP bekommt man den kostenlos. Hä? Jetzt hast du das Handy bekommen? Hat er mir das schon zugeworfen? Nein. Diego, er hat dir eben gerade einen Ziegelstein zugeworfen. Ich habe keinen Ziegelstein. Nein. Hä? Der ist weg. Hä? 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 Der ist einfach weggebackt. Okay, dann... ich schreibe ihm... Hat er das echt zugeworfen, ja? Ja. Oder hat er es wieder aufgesammelt? Kann ich das mal haben?
ey, ich will jetzt gucken, das funktioniert wahrscheinlich eh, ne? Er schreibt, wir haben geschlossen, bis nächste Woche. Bitte gehen. Ja, ey, ohne Scheiß, Freunde. Das ist so eine krasse Abzocke. Auch wenn es nur Ingame-Geld ist. Wir werden jetzt auf jeden Fall der First Hero, aber sowas von bannen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst natürlich hier auch wieder eine positive Bewertung da. Und falls ihr bis hier geschaut habt, schreibt auf jeden Fall mal iPhone in die Kommentare. Dann wissen wir, wer von euch ein aktiver Abonnent und Zuschauer ist. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Man sieht sich natürlich beim nächsten Video oder auf dem Server. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.